wenn ich irgendwie hässig bin oder mega traurig, egal was es für eine Emotion ist und ich die nicht rauslassen kann, dann kann ich das viel mehr durch den Tanz machen. Weil amix, man findet wie die Wörter nicht. Oder amix sind es einfach so Emotionen, wo man wie irgendwie, man hat es irgendwie erlebt und man kann es einfach nicht erzählen. Und irgendwie, es ist wie so Sachen, wo man sich im Unterbewusstsein irgendwie weiss, aber nicht wirklich. Und dann wieder durch den Tanz so kann loslassen. Als ich klein war, habe ich einfach gesehen, wie sie sich bewegen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das auch machen wollte. Und ich habe dann eigentlich die Mama jeden Tag gefragt, bis sie nach einem halben Jahr sie gefunden hat, mal kommen, bringen sie mal ins Ballett. Für mich war es nicht genug, einfach nur aufzustehen und einfach in die Schule zu gehen. Ich habe wie etwas anderes noch gebraucht. Aber es ist fast schon ein bisschen. Unsere Passion wird ein bisschen eine Obsession. Irgendwie alles oder gar nichts. Also man geht, bis man nicht mehr kann. Und dann halt ja, isst du weniger, trainierst viel zu viel, schwaches Immunsystem, bist zu viel krank, musst aufhören wegen deiner Gesundheit. Und ich habe gefunden, nein, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Dann habe ich aufgehört zu wachsen. Ich bin schon so gross, wie ich ungefähr 10 bin. Und dann haben halt Kommentare von der Lehrer angefangen, was dann los sei, weil halt auch die anderen mich dann irgendwann ein bisschen aufgeholt haben. Und wie wir alle gewusst haben, dass mit 1,57 kommst du nicht sehr weit. Dort hat so ein bisschen angefangen, der ganze Stress schon. Wachse ich noch, wachse ich nicht mehr. Und dann ist halt auch schon, wenn du irgendwie deine Fotos eingeschickt hast, okay, 1,57 und 1,60 geht sicher schon mal nicht. Viele Leute haben nicht verstanden, dass meine Grösse heisst, in diesem Bereich kannst du keine Karriere machen. Und dann habe ich gefunden, was hilft das, wenn du mir sagst, ist nicht schlimm. Ich glaube, man hat einfach so wie das perfekte Bild, wo jeder danach strebt. Und vor allem auch im Ballett ist es so wie das Perfektsein. Und perfekt heisst, eine gewisse Grösse zu haben. Weil es war so wie, ja, klein sein in unserer Gesellschaft ist wie nicht okay. Es ist wie eine Tür, die zu ist, anhand von einer Situation, die ich selber nicht verändern kann. Und das war meine Grösse. Und ich glaube, das ist schon recht heftig, wie man kann wie nichts selber daran ändern kann. Man hat so viele Jahre investiert und dann wegen etwas so bekloppt geht es wie nicht weiter. Ich glaube, das macht schon weh.
ich habe doch das Ballett mega gern oder ich habe nur das gekannt. Es war wie so, ich tanze noch, aber ich bin weder das noch das. Ich war mega überfordert mit allem anderen, was es irgendwie noch gibt. Und ich war einfach da und habe gedacht, ich kann das nicht. Egal wie schlecht es mir geht, ich glaube, ich könnte nie aufhören.